Desmond bekommt komische Kräfte und die Templer wollen die Weltherrschaft. Die einen nennen es Ende auf einem Höhepunkt, die anderen einen unnötigen Cliffhanger. Gott sei Dank erzählt Assassin's Creed 2 die Geschichte um den Barkeeper und seine Vorfahren nahtlos weiter. Der Protagonist kann nach den Erlebnissen aus Teil 1 durch den Sicker-Effekt genau wie sein Vorfahre das Adlerauge einsetzen, eine Art sechster Sinn für Assassinen. Während er die blutverschmierte Wand so anschaut, taucht dann plötzlich Assistentin Lucy Stillman wieder auf. Sie macht schnell noch eine Kopie der Animus-Daten, während der Held die Geburt seines nächsten Vorfahren erlebt, Ezio Auditore da Firenze. Danach fliehen die beiden zusammen vom Templar-Unternehmen Abstergo Industries und verdreschen nebenbei einige Handlanger. Auch das ist für Desmond dank des Sicker-Effekts kein Problem mehr. Sie fahren in ein verlassenes Lagerhaus, wo sie auf zwei verbündete Assassinen treffen, Technikexpertin Rebecca Crane und Geschichtsnerd Sean Hastings. Das Ziel hat sich trotz der ganzen Aktion kaum verändert, nur macht der Protagonist jetzt freiwillig mit. Desmond soll in den Animus 2.0 und mit Hilfe von Ezio weitere Edensplitter finden, bevor die Templer das tun. Die haben ja immerhin schon eine sehr nützliche Karte. Gleichzeitig soll der Sicker-Effekt aus dem Helden auch in der Realität einen fähigen Kämpfer machen. Also geht es zurück in die virtuelle Welt. I just need to make a few more adjustments. Ezio ist 1476 gerade einmal 17 Jahre alt und ein typischer Kerl seiner Zeit. Er streitet mit den verfeindeten Pazzi, klettert über Florenz, flirtet mit den Damen und genießt die Zeit mit seiner Familie. Er lernt zudem den aufstrebenden und äußerst begabten Künstler Leonardo da Vinci kennen und versteht sich auf Anhieb mit ihm. Am 28. Dezember passiert dann das Unglück. Als Ezio von einem Botengang heimkehrt, findet er das Anwesen verwüstet vor. Vater und Brüder sind nicht mehr da. Sie wurden abgeführt und warten im Palazzo della Signoria auf ihre Hinrichtung als Verräter. Der Junge besucht seine Familie und bekommt von Papa Giovanni den Auftrag, einen Brief an den Anwalt Uberto Alberti zu bringen. Das soll sie entlasten und die Freiheit bringen. Zu Hause findet Ezio die Assassinenausrüstung seines Vaters und schlüpft fortan in die markante Kutte. Er überbringt den Brief, kann die Tode aber nicht mehr verhindern. Uberto stellt sich nämlich als Mitverschwörer heraus und behauptet, nie einen Brief erhalten zu haben. Ezio entkommt dem ganzen Trubel, bekommt von Leonardo die versteckte Klinge und rächt sich an Uberto. Das bedeutet aber auch, dass er mit Mutter Maria und Schwester Claudia aus der Heimat Florenz fliehen muss. Sie wollen nach Spanien, treffen unterwegs aber auf Mario Auditore, Ezios Onkel. Der holt die Überlebenden nach Monteriggioni und berichtet dem Jungen die großen Zusammenhänge. Die Familie gehört zu den Assassinen, die immer noch den Kampf gegen die Templer ausfechten. Der Mann will seinen Neffen in den eigenen Reihen wissen, aber der lehnt erstmal ab. Nur aus schlechtem Gewissen für die ganze Hilfe lässt er sich dennoch drauf ein. Er will aber in erster Linie die Hintermänner finden und aus Rache töten, vor allem den mysteriösen Spanier. Zusammen reisen die zwei samt Söldner nach San Gimignano, wo sie ein Treffen der Pazzis belauschen. Ezio schaltet den Jüngsten der Familie aus und lernt, dass er nicht mit Wut im Bauch töten sollte. After all that's happened, do you think he would have shown either of us such kindness? You are not Fieri. Do not become him. Che la morte ti dia le pace che cercavi, requiesca in pace. Außerdem erhält er eine erste Kodexseite, die zu Edensplittern führen sollen und die Leonardo später übersetzen wird. Mario gesteht zudem, dass der Spanier niemand Geringeres als Rodrigo Borgia ist, der Großmeister der Templer in Italien. Ezios Ziel verstärkt sich damit. Er will sich durch die Reihen bis zum mächtigen Mann vormeucheln und an ihm seine Rache vollenden. Als erstes stehen die restlichen Pazzis auf der Liste. Die planen sowieso eine Verschwörung gegen die Medicis, die schon lange mit den Auditores befreundet sind. Vom Attentat auf Giuliano und Lorenzo de' Medici erfährt der junge Assassine mit Hilfe des Diebes La Volpe, der ebenfalls zum Orden gehört. Leider kann der Held nur einen angeschlagenen Lorenzo retten. Giuliano stirbt. Immerhin erwischt er noch Francesco de Pazzi. Leonardo entziffert derweil munter Codex-Seiten, lernt von neuen Maschinen und baut Ezio eine zweite Klinge. Damit schaltet der wiederum der Reihe nach den Mönch Antonio Maffei, den Erzbischof Francesco Salviati, den Mönch Stefano de Bagnone und zu guter Letzt Jacopo de Pazzi aus, wobei Jacopo wegen seines Versagens von Rodrigo persönlich erledigt wird. Obwohl Ezio die Verschwörung zerschlagen und Florenz von den Templern befreit hat, ist es noch lange nicht vorbei.
Der venezianische Händler Emilio Barbarigo zeigt, dass auch die Wasserstadt unter den Templern leidet. Das nächste Ziel heißt also Venedig. 1480 trifft Ezio mit Begleitung Leonardo in Forli auf Caterina Sforza, der aus der Patsche hilft. Als Dank gewährt sie den beiden ein Schiff und die Reise geht weiter. Im Ziel angekommen lernt der Held, dass Emilio die Stellung der Templer hier festigen soll. Während Leonardo seinen Laden öffnet, versucht Ezio deswegen, den Händler einen Kopf kürzer zu machen. Weit kommt er aber nicht, weil eine Diebesbande ebenfalls den Palast stürmen will, in dem der Händler sitzt. Beide Parteien scheitern, schließen sich danach aber zusammen. Gemeinsam schaffen sie es mit einem Plan doch noch ins Gebäude. Ezio lauscht dem Gespräch zwischen einem gewissen Carlo Grimaldi und Emilio und tötet danach das Ziel. Carlo ist dann auch gleich die nächste Spur zu Rodrigo Borgia. In 3 Tagen soll ein Treffen der Templer stattfinden. Logisch, dass der Protagonist ebenfalls anwesend sein will. Dort muss er aber eine Niederlage einstecken. Carlo plant zusammen mit Inquisitor Silvio Barbarigo, Marco Barbarigo und natürlich Rodrigo einen Komplott gegen den Dogen von Venedig. Weil es Ezio und die Diebe trotz Flugmaschine von Leonardo nicht rechtzeitig in die Basilika di San Marco hineinschaffen, gelingt der Plan und Marco übernimmt das Zepter der Stadt. Schlimmer noch, Carlo schiebt dem Helden den Mord zu und bezahlt dafür ebenfalls mit seinem Leben. Dennoch, der Schaden ist angerichtet und der Ruf des Assassinen dahin. Erst 1486 geht Ezio wieder in die Stadt, passend zum Karneval. Und genau in dieser Zeit gibt sich der Doge Marco Barbarigo nicht ganz freiwillig öffentlicher als sonst. Die perfekte Gelegenheit für ein Attentat. Tatsächlich gewinnt der Protagonist auf den Straßen nach ein paar Schwierigkeiten eine goldene Maske, mit der er in die Nähe von Marco kommt. Und dank einer Erfindung Leonardos findet auch der sein Ende. 3 Monate später schließt sich Ezio mit dem Anführer der Söldner Bartolomeo Dalviano zusammen. Es gibt ja immerhin noch ein paar Templer, an denen er sich rächen will. Gemeinsam schaffen sie es, Silvio Barbarigo und seinen Leibwächter Dante zu erledigen und feiern ausgelassen den Sieg. A bit of pace e tranquillità! We should celebrate this victory! 2 weitere Jahre vergehen, in denen Leonardo Kodexseite um Kodexseite transkribiert. Er findet heraus, dass eine Prophezeiung auf den Seiten steht. The prophet will appear when the second piece is brought to the floating city. Prophet. Ezio erkennt den Propheten aus den Geschichten seines Onkels Mario wieder. Besagter Prophet soll die sogenannte Gruft öffnen, die eine unvorstellbare Macht verbirgt. Und plötzlich ergibt alles einen Sinn. Die Templer jagen diese Macht. Rodrigo will in die Gruft, um so seinen Orden zum stärksten aller Zeiten zu machen. Am Hafen findet der Held eine Kiste mit einem Edensplitter, gelangt so zu seinem größten Feind und verspottet ihn. Laut Prophezeiung sollte der Prophet nämlich hier auftauchen, es ist aber keiner da, außer den beiden. Rodrigo selbst sieht sich als Propheten, unterliegt dennoch im Kampf gegen Ezio. Allerdings kann er dank seinen Wachen fliehen, der Edensplitter bleibt aber beim Helden. Danach erscheinen Niccolo Machiavelli und Freunde Ezios aus den letzten 10 Jahren. Sie alle geben sich nun ganz offiziell als Assassinen zu erkennen und weihen den Mann ein. Ezio selbst ist der Prophet und er soll den Weg zur Gruft öffnen, um die Macht vor den Templern zu schützen. In all dieser Zeit ist der mittlerweile 29-Jährige deutlich weiser geworden und wird hiermit auch offiziell ein Mitglied der Assassinen. Bei der Untersuchung des Edenapfels stößt Leonardo auf einen Widerspruch. Obwohl das Artefakt älter als alles andere ist, ist es gleichzeitig technologisch allem anderen um Jahrtausende voraus. Fürs Erste soll der Splitter in Forli verwahrt werden. Ezio freut sich also schon sehr auf ein Wiedersehen mit Caterina. Allerdings kommt es anders. Bei der Burg angekommen, muss sich der Assassine mit 2 Söldnern herumschlagen, die die Frau erpressen wollen. Das klappt auch ganz gut, bis der Held eine Verletzung erleidet und ein Mönch mit nur 9 Fingern den Apfel stiehlt. Dabei handelt es sich um Girolamo Savonarola, der mit dem Artefakt Florenz unterwerfen und Kunst und Reichtum verbieten will. So wissen nun aber auch die Templer wieder, wo der Apfel ist. 1492 ist Rodrigo Borgia zum Papst aufgestiegen und Lorenzo de' Medici leider verstorben. 1497 kehrt Ezio zurück in seine Heimat. Zusammen mit seinen Assassinenkollegen wiegelt der Mann die Bevölkerung auf, schaltet Girolamos Verbündete aus, erledigt auch den Mann und erspart ihm damit einen qualvollen Tod durch den Scheiterhaufen. Danach verschwindet die Truppe samt Edenapfel. 1499 fügt der Orden dann alle Puzzleteile zusammen. Die Gruft liegt in Rom, genauer im Vatikan, was auch die Papstambition von Rodrigo erklärt. Zusammen mit dem Stab des Kirchenoberhauptes soll sich der geheime Ort öffnen.
Ezio zieht also in seine mutmaßlich letzte Schlacht und reist nach Rom. I must go to Rome and find the vault. What are the rest of you? We'll do what we do best. Cause some trouble in the city, giving you the freedom to conduct your search. Just let me know when you are ready, Nipote. Während die Assassinen vor dem Vatikan ordentlich Radau machen, schleicht sich der Held in die Sixtinische Kapelle und greift Rodrigo an. Dank Edenapfel kann ihm der Stab auch nicht gefährlich werden. Allerdings gewinnt der Mann und verschwindet mit beiden Artefakten. Ezio folgt dem Papst und findet ihn vor der Gruft, nur bekommt er die nicht auf, denn er ist nicht der Prophet. Es kommt zum zweiten Gefecht und dieses Mal behält der Mann in der Kapuzenkutte die Oberhand. Er weigert sich jedoch, Rodrigo zu töten und lässt ihn entkommen. Ezio betritt den mysteriösen Ort und trifft auf Minerva, oder vielmehr auf ein Hologramm von Minerva. Und die offenbart so einiges. Zum einen gehört sie zu denen, die davor kamen. Sie gehört der ersten Zivilisation an, die die Menschen später Götter nannten. Sie spricht direkt Desmond durch Ezio an und warnt ihn vor der großen Katastrophe, die alles Leben auslöschen wird. Und mit diesem verwirrten Mann ist die Reise in die Vergangenheit fürs Erste zu Ende. What? Who is Desmond? I don't understand. Zumindest fast. Denn Desmond findet während seiner Reise durch die Renaissance versteckte Fragmente im Animus, die Subjekt 16 hinterlassen hat. Zusammen ergeben die ein Video mit dem Titel Die Wahrheit. Hier erfährt er, dass Adam und Eva wirklich die verbotene Frucht aus Eden gestohlen haben, nur eben nicht von Gott, sondern von der ersten Zivilisation, die den Menschen überlegen waren. Zurück in der Realität müssen Desmond, Lucy, Rebecca und Sean ihr Lager verlassen, denn die Templer haben sie mittlerweile aufgespürt. Die vier kämpfen sich durch die Gegner, schaffen es zu entkommen und suchen sich ein neues Versteck.